Der Ökonom Friedrich August von Hayek vertrat ja die Überzeugung, ich zitiere ihn einmal, Freiheit ist wesentlich, um Raum für das Unvorhergesehene und Unvoraussagbare zu lassen. Zitat Ende. Und wir wissen, dass sich nicht alles vorhersehen lässt und vorausplanen lässt. Und deshalb ist ja auch Freiheit eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Unternehmen geeignete Investitionsmöglichkeiten bekommen und geeignete Möglichkeiten, ihre Ideen für Produktion und Dienstleistungen sozusagen zu realisieren. Das heißt also, Freiheit lässt Menschen eine Wahl, ihren Beruf nach eigenen Vorstellungen zu wählen und auszufüllen. Und sie lässt Unternehmen, die ja aus Unternehmern bestehen, auch eine Freiheit, etwas zu unternehmen, was nicht schon vorgeschrieben ist. Das heißt also, Freiheit ist eine der Grundlagen, um vielfältige Bedürfnisse in einer Gesellschaft befriedigen zu können. Und deshalb ist Freiheit auch Motor für Innovation und Fortschritt. Aber wenn man dann fragt, was ist das für eine Freiheit, dann sind wir uns, glaube ich, in diesem Raum auch noch alle einig, dass Freiheit nicht Freiheit von etwas ist, sondern Freiheit zu etwas, insbesondere Verantwortung zu übernehmen. Und darin drückt sich auch das Wesen der sozialen Marktwirtschaft aus. Und der Sachverständigenrat, dessen 50. Geburtstag wir ja heute feiern, herzlichen Glückwunsch, ist dieser sozialen Marktwirtschaft, diesem Verständnis und diesem auch durchaus Spannungsverhältnis von Freiheit und Verantwortung verpflichtet, den Zielen des sogenannten magischen Vierecks, Stabilität des Preisniveaus, hohem Beschäftigungsstand, außenwirtschaftlichem Gleichgewicht und stetig und angemessenem Wachstum. Mit Recht heißt dieses Viereck magisch, was darauf hindeutet, dass es selten in höchster Vollkommenheit vorhanden ist, und man hat mit der Bezeichnung des Vierecks auch hinreichend Raum gelassen für die Winkelverteilung in diesem Viereck, die sich wahrscheinlich im Zeitverlauf auch ein bisschen verschieben kann. Und um diesem Ziel der Freiheit als Voraussetzung für die Realisierung der sozialen Marktwirtschaft hinreichend Raum zu geben, hat man sich dann für die Schaffung eines Sachverständigenrates entschlossen. Ludwig Erhard war das. Und Bundeskanzler Konrad Adenauer hat ihn oder soll ihn damals gewarnt haben und gesagt haben, Erhard, wollen Sie sich eine Laus in den Pelz setzen? Zitat Ende, und ich lasse es mal Ihrer freien Interpretation, wie wir sie sehen. Heute ist man vorsichtiger mit Tiervergleichen, aus Respekt vor der Kreatur als Ganzem und aus Respekt vor Zuspitzungen in der Öffentlichkeit. Ich lasse das mal als historisches Unikat so stehen. Die Einsicht in die Notwendigkeit wissenschaftlicher Expertise überwog, und der Sachverständigenrat zur Begutachtung, wie es eben auch von Professor Franz schon hervorgehoben wurde, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wurde 1963 per Gesetz ins Leben gerufen. Es gibt keine Änderungsvorschläge der derzeitigen Bundesregierung. Auch in Wahlprogrammen ist mir nichts bekannt, dass wir das verändern wollen. Sie können also ruhig dem 60. Geburtstag erstmal entgegensehen. Der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer, damals noch im Bundeswirtschaftsministerium tätig, hat die Intention dann so beschrieben, ich zitiere ihn, den im politischen Raum leider allzu oft lautstark vorgetragenen Partikularinteressen sollte ein neutraler Anwalt für das längerfristig angelegte Gemeinwohl gegenübergestellt werden, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Inwieweit Sie nun stolz darauf wären, ein neutraler Anwalt zu sein, zumal auch aus Ihren Reihen mir durchaus zu Ohren kommt, dass es manchmal unterschiedliche Gutachtungen des gleichen realen Sachverhalts gibt. Das sei Ihnen überlassen. Auf jeden Fall kann ich in der Tat sagen, dass in der Öffentlichkeit Partikularinteressen lautstark vorgetragen werden. Das ist, glaube ich, unumstritten und ist ja auch gut so. Der Sachverständigenrat erweist sich als etwas wie ein ordnungspolitisches Gewissen. Und ich glaube, er ist dieser Verantwortung auch in den 50 Jahren immer wieder nachgekommen. Und aus diesem ordnungspolitischen Gewissen als Grundverständnis ergibt sich dann natürlich auch ein Maß an Orientierungsmöglichkeit für Politik. Und
diese Orientierungsmöglichkeit, die nutzen wir in kritischer Distanz, die Ihnen ja recht sein muss. Aber natürlich ist auch gerade die Vorstellung der Jahresgutachten, auch der Zwischengutachten, auch die Treffen, die wir regelmäßig haben, das sind wichtige Ereignisse für die betroffenen Ministerien und für das Bundeskanzleramt. Und wenn darüber geklagt wurde, dass man zu wenig Lob erfährt durch Vorgänger, Regierungen, dann will ich einfach sagen, wir sind ja auch nur Menschen und da wir den ganzen Tag fleißig arbeiten, ist es halt auch so schön, wenn mal einer sagt, Sie machen nicht alles falsch. Das will ich ausdrücklich sagen, obwohl wir gelernt haben, von Ihnen angefeuert zu werden und Ihre kritischen Bemerkungen auch so verstehen. Ob in der Politik, in Wirtschaftsverbänden oder in der Wissenschaft, weit über die jeweiligen Bundesregierungen hinaus, hat ja Ihr Wort Gewicht und deshalb ist es ja auch interessant, dass Sie im Anschluss an das, was Sie uns vorstellen, auch zum Beispiel der Kreditanstalt für Wiederaufbau und vielen anderen Rede und Antwort stehen. Von besonderem Interesse ist immer die Konjunkturprognose. Der Sachverständigenrat allerdings weiß um die eigenen Grenzen, die in der Realität einfach liegen. Das erste Jahresgutachten 1964 hat dazu gesagt, entgegen manchen Vorstellungen, die da und dort bestehen mögen, kann man nicht erwarten, dass irgendjemand, auch nicht ein Gremium, in der Lage ist, die künftige wirtschaftliche Entwicklung vorherzusehen. Damit haben Sie sich sozusagen schon zu Beginn einer Selbstbeschränkung unterworfen, die weise ist. Denn ich glaube, durch die zunehmende Globalisierung haben sich die Prognosemöglichkeiten noch mal erschwert. Es handelt sich um komplexe Systeme und die Frage, ob Sie alle überzeugt sind, dass die Wirtschaftswissenschaften schon das ausreichende Instrumentarium bietet, um die Prognosen so gut wie möglich zu machen, die kenne ich gar nicht. Ich habe immer den Eindruck, dass man sozusagen mit sehr deterministischen Systemen heute nicht mehr sehr weit kommt und ein kleines chaotisches Element in die statistischen Forschungen mit einbeziehen sollte. Aber jetzt begebe ich mich auf Gebiete, in denen ich da nichts mehr verstehe. Die Erwartung allerdings an die Prognosen, wenigstens von ihrer qualitativen Richtigkeit, muss so sein, dass Krisen nicht ungefähr 100-mal so häufig auftreten dürfen, wie sie in den theoretischen Modellen auftreten können. Das würde ich sagen, daran muss zum Teil in weltwirtschaftlichen Zusammenhängen noch gearbeitet werden. Die Bundesrepublik ist dagegen ein verträgliches Untersegment ihrer Prognosewirklichkeit und insofern leichter zu handhaben. Der Sachverständigenrat hat sich immer auch den zunehmenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gewidmet und deshalb natürlich, weil ein Teil dieses magischen Vierecks ja auch die Leistungsbilanzungleichgewichte sind, immer auch die Verflechtung nach außen betrachtet. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir uns mit dieser Frage ja im Augenblick wieder sehr stark auseinandersetzen müssen und sicherlich, und das ist auch im Augenblick unsere Politik, versuchen wir, durch Stimulierung der Binnennachfrage schon etwas dazu zu tun, dass die Ungleichgewichte nicht überhand nehmen oder dass wir etwas tun für die innere Belebung des Wachstums. Aber dieses darf, das ist jedenfalls meine Überzeugung, nicht so, wie wir das viele Jahre gemacht haben, durch Verschuldung entstehen, sondern muss gleichzeitig gekoppelt sein an eine solide Finanzpolitik. Und wenn ich von einer soliden Finanzpolitik rede, dann hört sich das ja immer so an, als wenn wir schon jedes Jahr Schulden zurückzahlen. Das ist in Deutschland eher der Ausnahmefall. Das tun im Augenblick, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern. Der Bund tut es nicht und die anderen Bundesländer tun es auch nicht. Das heißt, wir arbeiten eigentlich erstmal auf einen Punkt hin, in dem wir lernen, mit dem, was wir haben, zu leben. Das wäre schon ein Riesenerfolg. Und insofern sind unsere Möglichkeiten, Binnennachfrage zu stimulieren, natürlich begrenzt. Aber wichtig, und das ist meine Bitte an Sie, aber das wäre, ist jedenfalls unsere Überzeugung. Wichtig ist auch, wenn wir im europäischen Kontext reden, dass wir einmal fragen, wie weit ist es eigentlich noch sinnvoll, in einem einheitlichen Währungsraum Untersegmente zu nehmen und danach den Ungleichgewichten zu fragen. Das ist natürlich so lange sinnvoll, wie ich politische eigenständige Steuerungseinheiten habe, aber die Tatsache einer gemeinsamen Währung verändert auch die Gesamtbetrachtung, denn wenn ich mir die Ungleichgewichte zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern anschaue, dann sind die dramatischer als die Ungleichgewichte, die wir im Euroraum finden.
Und auf der anderen Seite, dass wir nicht vergessen, dass Ungleichgewichte auch ein Indiz für unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit sein können. Und dieses Element darf man nicht ausblenden, denn ansonsten kommt man zu völlig falschen Schlussfolgerungen. Und diese Diskussion ist in Europa natürlich sehr, sehr stark. Und meine tiefe Überzeugung ist, dass der Wohlstand der Europäischen Union und insbesondere des Euroraums nur gewährleistet werden kann, wenn wir weltwirtschaftlich insgesamt wettbewerbsfähig sind. 90% des Wachstums der Welt finden außerhalb der Europäischen Union im Augenblick statt, im Augenblick wahrscheinlich sogar mehr, aber im langfristigen Mittel 90% mit zunehmender Entwicklung der Schwellenländer verschieben sich die Wachstumsregionen, und deshalb müssen wir in diese Regionen exportfähig sein, und das ist eigentlich die große Aufgabe, die hinter auch den Fragen von Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und vielem anderen steht. Sie haben sich als Sachverständigenrat immer für einen freien Handel, für freien Austausch, für das freie Kräftespiel entschieden, und deshalb glaube ich, ist auch für den Sachverständigenrat die Botschaft, dass wir vielleicht im transatlantischen Verhältnis zu mehr Freihandelsanstrengungen kommen, etwas, was dem Sachverständigenrat und seinen Vorstellungen sehr entspricht. Wir haben leider einen Stillstand bei den Bemühungen um weltweite globale Handelsabkommen. Deutschland hat sich lange dagegen gesperrt, das zu akzeptieren, aber wir müssen einfach sehen, dass wir bei der Doha-Runde nicht richtig weiterkommen. Die Welt hat sich entschlossen, sich in einer Vielzahl von bilateralen Freihandelsabkommen jetzt zu organisieren. Und da ist natürlich die Frage eines transatlantischen Freihandelsabkommens wäre eine gute Botschaft. Mit Kanada stehen wir kurz vorm Abschluss. Mit Zentralamerika haben wir solche Abkommen. Mit Peru und Kolumbien sind sie in der Ratifizierung. Mit Südkorea sehen wir, dass schon kurz nach der Ratifizierung eines solchen Abkommens dramatische Zuwächse im gegenseitigen Handel zu verbuchen sind. Und es wäre dringend erforderlich, dass wir auch im asiatischen Raum, Indonesien, Singapur und Ähnliches, solche Abkommen zustande bringen, weil China sie inzwischen hat mit der eigenen Region und das die Handelsbeziehungen sehr, sehr bevorzugt. Und deshalb haben wir hier noch viel zu tun. Zweiter Punkt, wo es um fairen Wettbewerb geht im Augenblick im internationalen Austausch, das ist das Thema Wechselkurspolitik. Damit hat sich der Sachverständigenrat in seiner Geschichte auch, glaube ich, sehr viel beschäftigt. Inzwischen haben sich die Verhältnisse verändert. Durch die Einführung des Euro haben wir völlig starre Wechselkurse in einem großen Teil der europäischen Mitgliedstaaten. Aber wir sehen, dass es immer wieder Anstrengungen gibt, vielleicht doch durch bestimmte geldpolitische Maßnahmen, Abwertungen der eigenen Währung und damit bessere Exportchancen sich zu kreieren. Wir sehen auch Sorgen und Ängste in den südeuropäischen Ländern zum Beispiel, die mit großer Kraftanstrengung bei festen Wechselkursen ihre Lohnstückkosten gesenkt haben und jetzt sehen, dass das natürlich unter bestimmten Bedingungen dahin schmelzen kann wie der Schnee in der Sonne. Auf der anderen Seite muss man sagen, Eurokurse zwischen 1,30 und 1,40 gehören zur Normalität der Geschichte des Euro. Und deshalb setzen wir uns von Seiten der Bundesregierung dafür ein, dass wir hier eine freie Entwicklung der Wechselkurse haben. Aber wir setzen uns auch dafür ein, dass alle Teilnehmer sich daran halten müssen. Und deshalb war das ein wichtiges Signal der G20-Finanzminister. Und wir haben ja bis September Zeit, bis das G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs stattfindet, um mal zu schauen, ob sich alle auch ordentlich daran halten. Wir jedenfalls halten nichts davon, eine aktive Wechselkurspolitik zu machen, um ja jedem Missverständnis vorzubeugen. So geht es also immer wieder um die Schaffung eines sinnvollen Ordnungsrahmens. Und ich glaube, wir haben einige durchaus unterschiedliche Sichtweisen, auch im Rahmen der Bekämpfung der Eurokrise, aber viele Gemeinsamkeiten auch. Sie haben, glaube ich, immer gesagt, dass sowohl der Fiskalvertrag als auch die Schaffung von Stabilitätsmechanismen vernünftig sind. Über den Schuldentilgungsfonds sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber hier geht es im Grunde auch darum, vor allen Dingen, wie schaffen wir es, und das, da ist der Sachverständigenrat nicht dagegen, wie schaffen wir es eigentlich, mehr politische Verbindlichkeit in die europäische Diskussion zu bekommen? Und ich muss sagen, wir versuchen jetzt noch einmal bis Juni
die wirtschaftspolitische Koordinierung verbindlicher zu machen und nicht nur die Fiskalpolitik verbindlich zu machen. Denn das wird nicht ausreichen für die Stabilität des Euro. Es ist natürlich wichtig, solide Haushalte zu haben. Aber solide Haushalte sind bestenfalls ein Teilstück ihres magischen Vierecks. Und wir brauchen genauso natürlich Übereinstimmung über die Art unserer wachstumsorientierten Politik, über die Frage, was verstehen wir unter Ungleichgewichten, wie schaffen wir Zukunftsinvestitionen, also wie ist die Struktur unserer Haushalte, wie viel wird konsumiert, wie viel wird investiert. Und das wird man nicht durch Kompetenzerhebung in die europäische Ebene schaffen, aber das muss man durch Koordinierung der Mitgliedstaaten schaffen, die sich dann auch auf bestimmte Parameter verständigen können, die entscheidend sind für die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit, wie das zum Beispiel die Lohnstückkosten, glaube ich, unbestrittenerweise sind. Meine Damen und Herren, Sie haben in den letzten Jahren, in denen wir auch zusammenarbeiten, ja auch wie die Bundesregierung und wie wir alle sehr dramatische Zeiten erlebt, von der internationalen Finanzkrise angefangen, über die Wirtschaftskrise und dann die Instabilitäten im Euroraum, das mangelnde Vertrauen. Und insofern müssten es eigentlich für den jetzigen Sachverständigenrat sehr interessante und spannende Zeiten sein. Wir sind dabei, Schritt für Schritt diese Probleme zu überwinden, aber wir sehen, dass wir im Grunde in einer Welt leben, in der es bestimmte Phänomene gibt, die so weit globalisiert sind, dass wir auch auf der politischen Ebene eine neue Form der Zusammenarbeit brauchen. Wir haben internationale globale Finanzmärkte und das Gefühl der Menschen im Lande, bei uns und ich glaube in ganz Europa und in weiten Teilen der Welt, ist, dass es im Augenblick keine politische Kraft gibt, die einen Ordnungsrahmen für diese Finanzmärkte herstellen kann, der nicht die Menschen zu Getriebenen macht, sondern der Leitplanken setzt für diese Finanzmärkte und Ungerechtigkeiten im Sinne der sozialen Marktwirtschaft vermeidet. Und wie wir diesen globalen Ordnungsrahmen hinbekommen, das wird eine der entscheidenden Fragen auch für Akzeptanz von Politik sein. Das ist nicht Ihre Aufgabe, Sie sind der Begutachter. Aber wir haben im Grunde nicht die Verbindlichkeit globaler Institutionen, die wir an dieser Stelle brauchten. G20 ist ein Versuch, aber G20 hat an vielen Stellen gezeigt, dass kaum, dass die akute Gefahr vorbei ist, die Anstrengungen auch erheblich erlahmen. Wir sind jetzt 5 Jahre nach Ausbruch der internationalen Finanzkrise vielleicht bei G20 mit dem Financial Stability Board an der Stelle, wo wir Schattenbanken besser regulieren können. Wir sind bei den Banken eigentlich ein ganzes Stück vorangekommen, was die Eigenkapitalausstattung anbelangt. Aber ob jemals der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika Basel III ratifizieren wird, das steht nach den Erfahrungen mit Basel II in den Sternen. Ich wünsche es mir, ich hoffe es. Und wenn wir uns mal anschauen, was mit Steueroasen auf der Welt ist, wir haben hier viel Beratung gehabt, auch durch Herrn Issing und andere, die uns gesagt haben, macht eine Landkarte, schreibt auf, wo die Finanzakteure sich keiner Regulierung unterwerfen. Die Bereitschaft unter den G20-Ländern, ihre eigene Landkarte vorzuzeigen und zu sagen, kommt hier, wir sind ganz transparent und schaffen ein gemeinsames Level Playing Field, wie man heute sagt, ist nicht sehr weit ausgeprägt, sondern der Gedanke, kurzfristig noch einen Vorteil zu erreichen, überwiegt. Das ist ein dickes Brett und da bitte ich Sie auch wirklich um Mitarbeit, weil es für die Akzeptanz demokratischer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung sind, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass der Mensch sozusagen im Rahmen des Wirtschaftens eine untergeordnete Rolle spielt, dann werden sie Menschen für politische Ordnung nicht gewinnen können. Und deshalb sehe ich das als eine riesige und auch in gewisser Weise gemeinsame Aufgabe an. Denn das sage ich auch ganz ehrlich, hier brauchen wir vielleicht noch mehr als anderswo Sachverstand, weil die Produktentwicklung, die Entwicklung der Finanzmarktakteure, die Finanzmarktplätze sich in einer so rasanten Art und Weise verändern, dass das natürlich auch sehr viel Sachverstandes bedarf, um das Ganze hinzubekommen. Sie gehören, und das finde ich richtig, zu den Mahnern, die immer wieder sagen, dass die Europäische Zentralbank in ihrer Unabhängigkeit geschützt werden muss. Sie haben bei der Begutachtung der Gesamtlage jetzt auch
Worte zur EZB gefunden, die mir von Haus aus verboten sind, weil sie ja unabhängig ist. Sie sind so unabhängig, dass sie auch anderen unabhängigen Institutionen was sagen dürfen. Und insofern ist das auch schon richtig. Wir müssen aufpassen jetzt, das gilt für die Politik, für uns und das gilt natürlich für alle anderen Institutionen, die einen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben, dass wir nicht kurzfristige Erfolge zu schnell nutzen, um dann langfristig das Richtige nicht zu tun. Man kann sich Zeit kaufen, aber Zeit, die man sich kaufen kann, ist immer endlich. Und sicherlich braucht man für die Überwindung mancher Schwierigkeiten Zeit, aber die historische Erfahrung auch ihrer 50 Jahre lehrt eigentlich, wenn man einmal gesehen hat, dass man durch Zeit kaufen auch mal eine Weile bestimmte Dinge nicht tun muss, ist die Gefahr, dass man sie dann gar nicht mehr tut, sehr groß. Und das ist die eigentliche Krux und vielleicht auch einer der Zielkonflikte in politischer Beratung und politischem Handeln, dass, wenn eine Krise akut ist, das Handeln politisch leichter fällt, während der Ökonom sagt, am besten handelt es sich doch, wenn gar keine Krise da ist. Aber das sozusagen in einen Einklang zu bringen, wird ein Spannungsverhältnis auch für die nächsten 50 Jahre bleiben. Meine Damen und Herren, Sie haben, ob von uns umgesetzt oder nicht, immer wieder wichtige Impulse gegeben. Manchmal mussten Sie warten, bis das passiert ist, was Sie schon lange gesehen haben. Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, viele Impulse für die Agenda 2010, die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Aber in der Wissenschaft weiß man ja, dass man einen langen Atem haben muss. Ich weiß nicht, ob Sie in kritischem Rückblick auch irgendwas rausfinden, was auch Sie mal nicht ganz richtig gesehen haben. Das bleibt uns verborgen. Dazu sind Sie nicht verpflichtet, per Gesetz uns das mitzuteilen. Aber ich vermute, dass es bei der Ausarbeitung Ihrer Berichte immer eine Rolle spielt. Wenn man sich anschaut, wie diese Berichte des Sachverständigenrates zusammengesetzt sind, dann bekommt man eine Ahnung davon, was dort an Arbeit dahinter steckt. Da gibt es die Geschäftsstelle und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da gibt es viel eingesetzte Zeit, die Sie neben dem, was Sie hauptamtlich machen, ja auch dafür einsetzen. Und dafür will ich einfach Danke sagen. Denn Sie müssen sich das ja von Haus aus auch nicht zumuten. Irgendwie scheint es dann trotzdem noch eine Ehre in der Zunft zu sein, wenn man dabei ist. Aber das kann und darf auch so bleiben. Und deshalb möchte ich insbesondere Professor Franz heute ganz herzlich danken. Nach 15 Jahren als Mitglied und 4 Jahren als Vorsitzender scheiden Sie zum Ende des Monats aus. Sie haben ein Stück dieser 50-jährigen Geschichte mitgeschrieben. 15 Jahre sind ja knapp ein Drittel der Zeit. Sie haben also auch schon eine ganz gute Beobachtungsmöglichkeit und haben damit auch einen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland ja im Augenblick, und ich weiß, dass das eine Momentaufnahme ist, nicht so schlecht dasteht. Und vielleicht und ganz gewiss haben die Mahnungen und Vorschläge des Sachverständigenrates dazu auch ein bisschen beigetragen. Wir dürfen immer wieder auch neue Vertreter begrüßen. Herr Professor Wieland hat den Sachverstand schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt bei der Zentralbank und der EU-Kommission. Und ich freue mich, dass wir Sie für den Sachverständigenrat jetzt gewinnen könnten. Ich wünsche viel Erfolg allen, Frau Professorin Buch. Wenn man hier so in den Raum guckt, würde ich mal sagen, bei der 100-Jahr-Feier müsste sich das Geschlechterverhältnis noch ein bisschen ausgeglichen haben, auch ohne, dass wir eine Quote in den Sachverständigenrat einführen wollen. Aber wir freuen uns natürlich, dass nach Frau Wieder de Mauro jetzt auch Frau Professorin Buch dabei ist. Herrn Bofinger, Herrn Feld, Herrn Schmidt, ich danke allen ganz herzlich und wünsche, dass Sie weiter guten Mutes uns Rat geben und nicht einfach Ratgeber sind, sondern Begutachter, hoffentlich einer guten Sache. Herzlichen Dank, schöne Geburtstagsfeier, alles Gute und viel Kraft.